Digga Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hi Leute, guckt mal, ich hüpfe hier gerade auf einem Riesentrampolin. Cool, ne? Aber darum geht's heute gar nicht. Nicht um Trampoline, sondern darum, wie mein Körper es schafft, dass ich hier so rumhüpfe. Heute geht's nämlich um Körper. Boah. Alles gut, nichts passiert. Puh. Schon Wahnsinn, was wir mit unserem Körper alles machen können. Saltos schlagen zum Beispiel. Superschnell laufen. Schmecken. Hören. Rechnen und Sachen merken und Quatsch machen. Und am wichtigsten natürlich, lachen. Wir können so viel, dass selbst die coolsten Roboter dann nicht mithalten können. Und wie unsere Wundermaschine Körper solche und viele andere Sachen macht, gucke ich mir heute genauer an. Dafür checke ich unser Fahrgestell, also unsere Muskeln und Knochen. Ich werfe einen Blick in unser Cockpit, also das Gehirn. Und ich teste, wie viel Leistung unser Motor hat, das Herz, und zwar in einem großen Experiment. Also, auf geht's zur Reise durch unseren Körper. Hier kommt der Bodycheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Wie arbeiten unsere Muskeln? Wie funktioniert das Gehirn? Und was leistet unser Herz? Das check ich für euch. Ich starte meine Körpertour in einer Turnhalle in Unterföhring bei München. Hier check ich mit Sportexperte Sebastian, was unser Fahrgestell so alles aushält. Also unsere Knochen und unsere Muskeln. Sollte kein Problem sein für mich. Ich habe nämlich früher ganz viel geturnt. Guckt mal. Hi. Und, wie war ich? Ja, sah schon gut aus. Merkt man, dass du mal geturnt hast, ja? Aber jetzt sag mal, wieso kann ich sowas mit meinem Körper? Warum kann man so abgefahrene Sachen überhaupt machen? Ja, weil unser Körper einfach super aufgebaut ist. Wir haben ein super Skelett, wir haben Muskeln, wir haben Sehnen. Und im Zusammenspiel kommen dann so coole Sachen raus. Okay. Also das Skelett heißt ja einfach erstmal alle Knochen, die wir im Körper haben, zusammengenommen, das ist das Skelett, ne? Genau, das Skelett ist alle Knochen, die wir haben. Können wir sowas mal haben, so ein Skelettmenschen? Hier, super. Wie viele Knochen hat denn so ein Körper, so ein menschlicher? Ja, wir haben über 250 Knochen. Nee. Doch. Klingt viel, aber allein in der Hand sind über 30 Knochen, im Fuß auch nochmal. Ehrlich jetzt? Und da kommt diese Menge zusammen, ja. Wo ist denn beim Menschen der fetteste Knochen? Der fetteste allen? Knochen, das ist hier der Oberschenkelknochen. Ah, das ja. ist der stabilste, der muss natürlich die ganze Last tragen von unserem Oberkörper. Deswegen ist wichtig, dass der schön stark ist. Der Schädelknochen schützt unser Gehirn. Und dieses gebogene Teil hier ist die Wirbelsäule. Die stützt unseren ganzen Körper. Durch das Zusammenspiel unserer Knochen sind wir super beweglich und können solchen Kram hier machen. Schlag ein Skelett. Aber wie bewegt sich so ein Körper jetzt? Weil einfach so, wenn ich nur Knochen hätte, könnte ich ja sowas alles gar nicht machen, ne? Nee, das würde nicht klappen. Dazu brauchen wir dann unsere Muskulatur, dass wir uns bewegen können. Und die Muskeln sitzen dann einfach hier so an den Knochen dran, oder wie ist das? Genau, die liegen hier über den Knochen und werden dann mit Sehnen an anderen Knochen verbunden. Okay. Und somit können wir uns dann bewegen. Guckt mal, so sieht das aus. Knochen, Sehne, Muskel. Jetzt kann man die Muskeln hier natürlich überhaupt nicht sehen, ne? Nee, leider nicht. Was machen wir da? Ich würde sagen, wir sind in der Turnhalle. Probieren wir es gleich praktisch aus. Testen wir deine Muskulatur an den Geräten. Okay, machen wir das. Gut, super. Geh mal. Wartet, ich komme auch mit. Ja, war nur ein Witz. Nee, ich will mit! Oh Mann, dann halt eine Frage an euch. Wo im Körper befindet sich der stärkste Muskel? A, im Oberarm? B, im Oberschenkel? Oder C, am Kiefer? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Spring doch einfach mal hoch und zieh dich nach oben. Dran springen und mich hochziehen. Und dich nach oben ziehen, genau. Das ist ganz schön hoch, ne, da? Ja, das schaffst du schon. Sagst du so leicht. Ja, wunderbar.
So, und jetzt einen Klimmzug machen. Und jetzt machst du einen Klimmzug, genau. Und jetzt? Sehr gut. Und jetzt, wenn du schaffst, drückst du ihn noch mal nach oben ab. Schaffe ich später erst. Schaffst du später erst. Oh, das war schon ganz schön anstrengend gerade. Wie viele Muskeln habe ich denn eigentlich so in meinem Körper? Ja, du hast ungefähr 650 verschiedene Muskeln in deinem Körper. So viele, ja. Also noch mal viel, viel mehr als Knochen. Genau. Die brauchen wir auch, die ganzen Muskeln, dass wir auch die Knochen schön fein säuberlich bewegen können. Mhm. Und wie funktionieren die alle? Checkerfrage. Wie arbeiten unsere Muskeln? Kann ich jeden Muskel in meinem Körper ganz bewusst steuern? Nicht alle. Das Herz zum Beispiel, das kannst du nicht bewusst steuern. Das Herz ist doch auch kein Muskel. Doch, das Herz ist ein Muskel. Ehrlich jetzt? Ja, das Herz ist auch Muskel. Und der bewegt sich aber zum Glück von alleine? Der bewegt sich von alleine. Je nachdem, ob du dann schnell läufst, langsam läufst, schlägt das Herz schneller oder langsamer. Ist ja witzig. Okay, und alle anderen, wenn ich meinen Arm hebe oder so, das mache ich, weil ich das will? Weil du das möchtest, genau. Beziehungsweise dein Gehirn sendet dann ein Signal an die Muskulatur, sagt der Muskulatur, zieh dich zusammen, und daraufhin kannst du deinen Arm beugen. Okay. Unsere Muskeln bestehen aus Fasern. Wollen wir zum Beispiel den Oberarmmuskel bewegen, gibt das Gehirn über Nervenbahnen den Muskelfasern den Befehl, sich zusammenzuziehen. Nun können aber Muskeln nur ziehen, nicht drücken. Deshalb arbeiten immer zwei Muskeln zusammen. Ein Muskel zieht in die eine Richtung, der andere zieht ihn wieder zurück. Das nennt man Spieler und Gegenspieler. Wo ist beim Menschen denn so der allerstärkste Muskel? Das ist bestimmt hier so Oberschenkel, oder? Sagen viele, ist es nicht. Also jetzt gesehen auf die Größe ist es der Kiefergelenksmuskel. Braucht man auch, weil wir müssen ja die Nahrung auch irgendwie zerkleinern. Ach krass. Deswegen muss der so stark sein. Come on. Und zwar den kannst du auch ganz einfach mal tasten, wenn du links und rechts an deinen Kiefer langst und dann einfach mal ganz fest zubeißt. Aha. Macht mal Leute zu Hause. Hier hinfassen, hier unten so und die Zähne zusammenbeißen. Genau, dann kann man da den kommen super so Knubbel fühlen. Raus, das genau. Ist das, ne? Krass, und das ist der stärkste Muskel, den ich im Körper habe? Das ist der stärkste Muskel. Die Karotte hier hat keine Chance, weil unser Kiefermuskel enorme Kräfte hat. Auf das arme Gemüse hat gerade so viel Kraft gewirkt, als würde ein Gewicht von 80 Kilo drauf liegen. Die meisten Muskeln haben wir im Gesicht, insgesamt 26. Wenn wir lachen, bewegen wir eine ganze Menge davon. Und auch wenn wir sowas machen, dann sogar bestimmt noch mehr. Unsere Muskeln brauchen wir aber nicht nur für jede Bewegung, sondern sie schützen auch unsere Knochen. Guckt mal, was für Stöße die beim Laufen abfangen. Die meisten unserer Muskeln steuert das Gehirn. Muskeln können sich nur zusammenziehen, zum Strecken brauchen sie einen Gegenspieler. Gecheckt. So Leute, guckt mal, wo ich gerade stehe. Genau, im Gehirn. Cooler Fernsehtrick, ne? Das Gehirn ist so eine Art Cockpit, aus dem Kommandos in den ganzen Körper gehen. Blöderweise kann man das Hirn von außen nicht sehen. Deshalb treffe ich jetzt im Klinikum Großhadern Ärztin Birgit, die mich gleich in die Maschine da legt. Die macht nämlich das Hirn sichtbar. So, langsam muss ich sagen, bin ich ein bisschen aufgeregt. Das sieht schon auch einfach super eng aus da drin, ne? Ah, so eng ist es gar nicht. 70 Zentimeter. So, da passt du locker rein. Und ja? Da ist auf jeder Seite noch ordentlich Platz. Am Anfang schauen wir uns einfach nur das Gehirn an, wie es aussieht. Aber dann wollen wir auch noch sehen, wie das Hirn funktioniert. Dann geben wir dir diesen Ball. Genau, den nimmst du in die Hand, rechte Hand. Und wenn wir sagen, Start, dann machst du so. Ja, dann knautschst du den Ball. Das heißt, du bewegst deine Hand, machst eine Faust. Ja. Dann leuchtet nämlich die Region in deinem Gehirn auf, wirklich? Die deine Hand kontrolliert. So was kann man dann sehen? So was kann man sehen. Na, hoffentlich klappt's, weil ich brauche eine Antwort. Und zwar auf die Frage, wie funktioniert das Gehirn? Die Bilder macht die Maschine mit Hilfe eines Magneten. Deswegen heißt sie Magnetresonanztomograph oder kurz MRT. Der Magnet hat eine solche Kraft, dass er Gegenstände aus Metall, wie zum Beispiel den Schlüssel hier, extrem stark anzieht. Guckt mal. So, hilft aber alles nichts. Jetzt muss ich da rein. In der Röhre muss ich insgesamt 30 Minuten stillhalten, sonst werden die Bilder nichts. Schon ganz schön eng da drin. Aber Angst brauche ich nicht haben, weil per Funk und Kopfhörer bin ich die ganze Zeit mit Birgit verbunden. Und Leute, da ist es. Mein Gehirn. Krass. Kannst du denn jetzt auch meine Gedanken sehen? Also wenn ich jetzt an was ganz Verrücktes denke, warte. Siehst du gerade? Nee, kann ich nicht sehen. Ich kann dein Gehirn selbst sehen, aber deine Gedanken lesen kann ich nicht. Ja, ist vielleicht auch besser so. So, jetzt muss ich das grüne Bällchen kneten. Und zwar, sobald Birgit Start sagt.
Und Start. Wenn mein Hirn wirklich alles steuert, müsste diese Bewegung ja auf dem Bild irgendwo zu sehen sein. Und stopp. Ja gut, ich sehe da jetzt noch nicht so viel. Deshalb erstmal raus aus der Röhre und dann lasse ich mir das Ganze nochmal genauer erklären. Oh! Das ist mein Hirn. Das ist dein Gehirn. Du siehst mal gleich als allererstes, das Hirn besteht aus zwei Hälften. Eine rechte und eine linke. Aha. Und das kreuzt dann. Die rechte Hirnhälfte steuert deinen linken Arm. Und umgekehrt jetzt. Linke rechts, rechte links. Also das heißt, wenn ich meinen rechten Arm hochhebe, ja, dann arbeitet hier in meiner linken Gehirnhälfte was? Ganz genau. Und umgekehrt auch. Linke Arm hoch, rechte Gehirnhälfte arbeitet. Genau. Als ich den Ball geknetet habe, ja, ne? Da habt ihr doch auch irgendwas Besonderes untersucht. Kann man das sehen? Genau. Diese weißen Punkte, diese hellen Flecken, die zeigen uns an, dass du deine Faust bewegt hast. Okay. Weil ich in dem Moment, als ich da drin lag, meine rechte Hand bewegt habe, genau, sonst aber entspannt lag, wird genau dieser Teil hier genau heller und du kannst sehen, an da ist was Teil aktiv. An dem Teil kann ich sehen. Der Knubbel hier, das ja ist der Handknopf. Ja? Von hier aus und von hier aus wird die Hand gesteuert. Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich. Da fühlst du die Hand und da steuerst du, dass du die Hand bewegen kannst. Das ist ja komplett ja verrückt, dass du mir gerade zeigen kannst, wo in meinem Gehirn was passiert, damit genau. Hiermit steuerst du deine linke Hand. Unser ganzer Körper ist von Nervenbahnen durchzogen und die sind mit dem Gehirn verbunden. Wenn wir was fühlen, sehen, schmecken oder riechen, melden das die Nervenbahnen ans Gehirn. Dort werden die Informationen dann weiterverarbeitet. Das Gehirn wiederum schickt über die Nervenbahnen Befehle in den ganzen Körper. Zum Beispiel so wie vorhin mit den Armmuskeln. Und der Arm hebt sich. Schau mal, hier haben wir dein Gehirn. So wie, im Grunde so, wie wir es vorher gesehen haben, hier ist deine Nase. Und jetzt geh ich mal auf den Knopf hier, da wirst du gleich sehen, was passiert. Guck nee. Mal, das bist du. Das ist ja das fies. Das bist du in 3D. Kannst Guck du das mal. Drehen? Ja, ich kann das drehen. Guck mal. Ah! Jetzt schaust du uns auch von vorne an. Guck mal, nur ohne Haare. Ja, das sieht, so sehe ich aus, wenn ich eine Glatze hätte. Ja, ganz genau. So oh Gott! Ohne Haare hoffentlich aussehen. Gehen mir nie die Haare aus. Ja. Oh, das ist ja richtig gruselig. Ich würde sagen, das klicken wir mal lieber weg. Und beantworten stattdessen die Checker-Frage. Unser Hirn sammelt alle Infos aus dem Körper und gibt Befehle an ihn zurück. Gecheckt. Vom Gehirn geht's weiter in den Oberkörper. Hier liegen die wichtigsten Organe. Zum Beispiel unsere Lungen, mit denen wir atmen. Oder unser Herz. Das pumpt das Blut durch den gesamten Körper, hin zu den Organen und in die Muskeln. Und die werden so mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Außerdem hat jeder Mensch eine Leber, die unser Blut von schädlichen Stoffen reinigt. Von der Leber gehen wir rüber in den Magen. In dem landet alles, was wir essen, und wird dort eingeweicht. Dann kann nämlich dieses Schlangenliniending da es besser verdauen. Heißt nicht wirklich Schlangenliniending, sondern Darm. So, und eins dieser wichtigen Organe gucke ich mir jetzt genauer an. Und zwar ein besonders wichtiges. Das Herz. Das ist nämlich unser super starker Motor. Und wie viel Power dieser Motor genau hat, checke ich jetzt in meiner letzten Checker-Frage. Was leistet unser Herz? Das finde ich hier raus, an einem Teich bei München. Warum an einem Teich, seht ihr gleich. Erstmal treffe ich Anja. Anja ist Ärztin und kennt sich bestens mit dem Herzen aus. So, Anja, jetzt sag mal, wozu brauche ich denn überhaupt ein Herz? Wir brauchen unser Herz als Motor, weil wir brauchen irgendwas, was unseren Blutkreislauf, also das ganze Blut, das irgendwie durch unsere Adern im Körper muss, antreibt. Okay, und das macht das Herz dann wirklich wie so eine Art Pumpe oder was? Das pumpt das Blut durch den Körper? Genau, unser Herz ist eigentlich ein muskulärer Schlauch und Muskeln können sich zusammenziehen. Ja, und in diesem Muskelschlauch ist das Blut und wenn das Herz sich jetzt so zusammenzieht, ja, zusammendrückt, dann schiebt es das Blut nach vorne raus. Okay. Durch ein System aus Adern läuft dann das Blut durch die Lunge und zu den Organen und in unsere Muskeln und transportiert dabei Nährstoffe und Sauerstoff, die wir dringend zum Leben brauchen. Super wichtig also, diese Herzpumpe. Wie viel Blut ist denn überhaupt in mir drin? Das ist so
Kommt auf die Größe an. So 4 bis 6 Liter, sag mal. Ich glaube, so in unserer Größe wären es wahrscheinlich so ungefähr 5 Liter, die einmal in der Minute einmal komplett durch diesen Kreislauf durchrauschen. Sieht das Herz denn wirklich so aus wie so ein Herz, das man so kennt, wie sowas? Nee, so Bildchen von Herzen, das trifft es nicht ganz. Ungefähr so groß und so. Komisch geformt. Ja, haben wir nicht so mal so ein Modell vielleicht schwer da? Schwer zu beschreiben. Was ist das denn? Sieht es so aus oder wie? Ja, ungefähr so sieht dein Herz aus. Die Größe stimmt ungefähr. Ehrlich, und so vom riesig. Herz, ja, das liegt ungefähr... Dass ich es richtig mache, das ist deine linke Seite. Es liegt so drin. Und was du da spürst, ist die Herzspitze, wenn sie kontrahiert, macht sie so und schlägt gegen deine Brust. Und das ist das, was du spüren kannst, wenn das du da deine ja Hand drauf legst. Das ist ja witzig. Größer als meine Faust fast. Ja, das, also eigentlich sagt man, dass das Herz, das eigene Herz ist so groß ungefähr wie die eigene Faust. Das heißt, das Herz schlägt viel und ich habe eine Menge Blut in meinem Körper. Wenn man sich diese Mengen hochrechnet, die das Herz transportiert, Da kommt auch was zusammen. Ja, wenn du denkst, in einer Minute zirkulieren 5 Liter, ja, das heißt, in einer Stunde zirkulieren 300 bis 400 Liter. Hast du schon eine Badewanne voll? Das ist eine Badewanne, genau. Unfassbar. Und wenn du dann wirklich das wieder auf den ganzen Tag verteilt ziehst, dann sind es schon an die 10.000 Liter. Das Herz bewegt 10.000 Liter Blut pro Tag? Mhm, bis zu 10.000 Liter. Warte mal. Guck mal, das hier ist ein Liter Wasser, ne? Mhm. Das heißt, diese Flaschen mal 10.000. Bewegt mein Herz pro Tag durch meinen Körper. Ganz genau. Das ist ja unvorstellbar. Ich würde das gerne mal sehen. Ich habe auch schon so eine Idee. Wir machen mal so ein Experiment. Komm mit. Jetzt ahnt ihr vielleicht schon, wofür wir den Teich brauchen. Bei meinem Experiment hilft mir die Feuerwehr Markt Schwaben. Die helfen mir, ein Becken aufzustellen, das 10.000 Liter Wasser fasst. Ebenso viel, wie das Herz am Tag Blut pumpen kann. Und ich will dieses Becken füllen. Weil, was das Herz kann, kann ich schon lang. So, der Pool steht. Jungs, vielen Dank. Ihr seid noch fit, oder? Herz schlägt noch? Doch, wunderbar. Sehr gut. Also, 10.000 Liter passen hier rein. Das ist so viel, wie unser Herz am Tag durch unseren Körper pumpt. Mhm, genau, so viel befördert. Genau. Und das soll ich jetzt hier auffüllen. Mhm. Ne? Das heißt, wenn man das ein bisschen runterrechnet, wie viel muss ich denn schaffen pro Stunde zum Beispiel? Pro Stunde so 300 Liter sollst du schon schaffen, eher ein bisschen mehr. Also so in der Minute 5, 6 Liter. Wäre schon gut. Könnte ich mal so ein Litergefäß haben, bitte? Genau, perfekt. Gut, also 10 Sekunden, um damit runterzurennen, Wasser zu holen, hochzukommen, reinzuschütten. Und das die ganze Zeit. Mhm. Meint ihr, ich pack das, Jungs? Ach, sicher. Ja. Unterstützung habe ich schon mal. Also, los geht's. Auf die Plätze. Fertig. Los. Mal gucken, wie lange ich es schaffe, im Takt des Herzens Blut, also in meinem Fall Wasser, zu befördern. Eins! Ein bisschen Unterstützung wäre auch nett, ne? Zwei! Und 30! 14! Mann! Tobi, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Ist das anstrengend? 16! Sie ist auch bald leer. Zwei Sekunden. Jawohl, 5 Minuten. Oh Gott, war das anstrengend. Also ich habe jetzt, glaube ich, gerade 5 Minuten so das Pensum vom Herz gehalten. Mhm. 30 Wie geht's Liter. Dir? Oh, ich bin so außer Atem. Und mein Herz schlägt halt richtig schnell gerade. Und das ist einfach, weil ich mich gerade so körperlich angestrengt habe. Genau, du bist ja hoch und runter gerannt, deine Muskeln brauchen Nährstoffe, Sauerstoff und jetzt musst du das Herz mehr arbeiten. Mhm. Also ich hätte das jetzt nicht nochmal 5 Minuten so weiter durchmachen können. Mhm. Sag mal, Jungs, ihr seid doch von der Feuerwehr. Habt ihr nicht irgendwelche Geräte dabei, die mir helfen können? Mir schon, ja. Und zwar? Eine ordentliche Pumpe. Wollte ich mal herholen irgendwie. Gerne. Das wäre toll, dann mache ich so lange hier Pause. Oh Gott. Oh je. Klar, die Feuerwehr braucht starke Pumpen. So kann sie nämlich bei Bränden auch Wasser aus Flüssen oder Teichen zum Löschen verwenden. Durch Schläuche kommt das Wasser dann in unser Becken. Also, wenn man sie richtig ausrollt. Ja, fast. So Leute, die Pumpe ist angeschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch den hier. Da kommt nämlich das Wasser raus, ne? Genau. Was muss ich jetzt gleich machen hier? Du musst einfach, wenn der Schlauch voll wird, einfach den Hebel so nach hinten drehen. Aha. Und dann kommt vorne das Wasser raus. Gibt es denn jetzt sowas wie ein Feuerwehrkommando, das ich rufen kann? Ja, musst dich nach hinten umdrehen, ja. Hand heben, Wassermarsch rufen und dann kommt Wasser. Und dann geht's los? Dann geht's los. Dann mach ich das jetzt mal.
Wassermarsch! Wie aufregend. Jetzt kannst du aufmachen. Oh Mann! Alter! Guck mal, was die Pumpe für eine Kraft hat. Damit kriegen wir unser Versuchsbecken locker voll. Aber selbst mit diesem Hightech-Gerät dauert das eine gute Weile. So. Puh, krass. Das sind jetzt 10.000 Liter, richtig? Mhm, 10.000 Liter. Das ist die Menge, die unser Herz an Blut jeden Tag durch unseren Körper pumpt. Ganz genau. In 24 Stunden bis zu 10.000 Liter, so ordentliche Leistung. Und das macht das Herz ja auch dauernd, ne? Ohne Pause, ein ganzes Leben lang. Ohne, dass wir uns drum kümmern, 80, 90 Jahre lang, wenn wir Glück haben, vielleicht sogar bis 100. Ja, krass. Wie lange hält eure Pumpe hier durch? Euer künstliches Herz quasi? So circa 25 Jahre, weil dann ist sie ziemlich auch verbraucht und hat natürlich beim Weiten nicht mehr die Leistung, was sie natürlich hat als neue. Okay, klar, aber bei der menschlichen Pumpe? Wir kümmern uns um gar nichts und es läuft. Mega Pumpe im Körper. Mhm. Ja, super, ey. Sehr eindrucksvoll. Aber Freunde, was machen wir denn jetzt hiermit eigentlich? Wie kriegen wir das Ganze wieder raus? Kannst du wieder ausschöpfen. Mit dem Ding, oder was? Ja. So, und wir sind weg. Okay, ciao. Okay, also ciao. Tschüss. Mich spinnen die, oder was? Also ich jetzt... Das Herz pumpt pro Minute 5 bis 6 Liter Blut durch unseren Körper. Am Tag sind das bis zu 10.000 Liter. Und das ein Leben lang. Gecheckt. Und jetzt noch? Warte, warte, warte! Ich sag! Also, die Antwort aller Antworten, die wichtigste Antwort im Universum, die... Kurt! Was? Es ist nur ein Satz. Oh Mann. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. War doch super, vielen Dank. Ciao, Ödmas. Ich wollte von euch wissen, wo im Körper befindet sich der stärkste Muskel? A, im Oberarm, B, im Oberschenkel oder C, am Kiefer? Na, habt ihr die Antwort vorhin entdeckt? Guckt mal. Also jetzt gesehen, auf die Größe ist es der Kiefergelenksmuskel. Braucht man auch, weil wir müssen ja die Nahrung auch irgendwie zerkleinern. Ach krass. Deswegen muss der so stark sein. Also, richtig war Antwort C. Der Kiefergelenkmuskel kann mit einem Gewicht von 80 Kilo zubeißen. So Leute, das war's vom Körper. Das ist zwar schon eine Weile her, aber ich probiere jetzt noch mal einen richtigen Salto rückwärts auf dem Riesentrampolin. Hier springe ich ab und genau hier werde ich auch wieder landen. Klappt, oder? Hallo? Beweise ich. Achtung! 1, 2. Wow! Aber fast! Fast gut! Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Der tausend Leute kennt.